bin Micha, ich bin Gärtnerin im Botanischen Garten, arbeite auch mit 20 Stunden, weil ich jetzt einen 19-jährigen Sohn habe und und habe auch festgestellt, dass ich da auch nicht mehr hoch möchte, weil mir eigentlich die Arbeit hier in der Tag viel wichtiger ist oder auch sehr wichtig ist und ich das auch als ganz sinnvolle, wichtige Arbeit empfinde, so wie ich früher Kindererziehung als ganz sinnvolle, wichtige Arbeit empfunden habe und eben finde, dass wir Zeit haben müssen für ganz verschiedene Arbeiten, die ich persönlich auch als Arbeit empfinde. Ja, auch das, was ich in Attac mache, ist eine gesellschaftliche Arbeit, auch wenn sie nicht bezahlt wird. Genau, ansonsten bin ich im Arbeitskreis in München, da hat die Zoom mich gleich gekapert, wo ich da vor 5 Jahren angefangen habe. Und bin jetzt die Koordinatorin von der Bundesarbeitsgruppe Arbeit verteilen, also auf Attac Deutschland eben. Ja, und beruflich Gärtnerin habe ich vielleicht. Ja, hast du schon früher in, bist du in der Gewerkschaft oder hast du da schon? Ich bin auch noch in Verdi und bin da jetzt auch ein paar Jahre vertrauensfrei im Betrieb gewesen. Wir haben da überhaupt mal zum ersten Mal in 100 Jahren eine Betriebsgruppe hochgezogen und bin da auch ein bisschen aktiv. Also jetzt bereit nicht im Umfang wie in der Tag. Ja, also ich interessiere mich jetzt aber nur für Arbeitszeitverkürzung. Ich bin auch Vertreterin von Attac in meine Weltnetzwerk, weil also ich möchte gerne Arbeit von allen Seiten betrachten. Einmal das, was die Gewerkschaften meinen, das, was auch zum Thema globale Arbeitsverteilung und Ausbeutungsmaschinerien und eben auch die Frage hier in Deutschland und eben auch da die Frage mit der Arbeitszeitverkürzung. Aber gut, jetzt geht mal weiter. So, jetzt würde ich mal mit dem Workshop anfangen. Weil wir haben ja heute das Thema eigentlich, was tun wir gegen rechts tun. Und da würde ich jetzt euch zuerst mal fragen, was glaubt ihr, was jetzt dieser Zuzug von Flüchtlingen, was der uns Positives oder Negatives bringen könnte, jetzt aber nicht auf so einer ethisch-kulturellen Ebene, sondern mal rein ökonomisch betrachtet. Also es geht ja in diesem Arbeitskreis bei uns auch ganz viel um Verteilungsängste. Und da jetzt erstmal so eine Bestandsaufnahme, ob dieser Zuzug von vielen Menschen, inwiefern der Verteilungsängste fördert und welche und inwieweit er vielleicht aber auch beitragen kann, die Verteilungsängste abzubauen. Und da würde ich euch jetzt erstmal einfach fragen, was ihr für Ideen habt und schreibt ihr auf. Aber ist das jetzt für uns ein Vor- oder Nachteil oder wie ist das jetzt? Also ich versuche es jetzt mal auf uns also es geht jetzt auf die Gesellschaft. Auf die Gesellschaft, zu der die Leute kommen, weil es geht ja jetzt heute eigentlich, oder dieses Wochenende, um die Frage Rechtsruck, also wie wir als Gesellschaft auf den Zuzug reagieren und jetzt weniger um die Frage, wie könnten wir den Menschen, die zu uns kommen, was auch eine wichtige Frage ist, wenn ich ja, also wie könnten wir denen helfen, dass sie noch besser reinkommen, wie könnten wir die unterstützen, dass es ihnen besser geht. Das ist auch eine wichtige Frage, aber die kommt, glaube ich, erst, wenn wir da mal klar setzen, dass wir da nicht nach rechts gehen müssen. Also, dass wir sie auch wollen. Mein Sohn hat bis er 19 ist. Kindergeld gekostet, Steuererleichterungen für die Eltern, kostenlose Infrastruktur ohne Steuern zu zahlen, kostenlose Krankenversicherung, Kindergärtnerinnen und Gebäude dazu, Schulen und ich weiß nicht was. Der Flüchtling kommt im Durchschnitt vielleicht mit 18, 19 hierher. Diese ganzen Kosten, bis der Flüchtling arbeitet, die beschränken sich auf im Schnitt vielleicht 3, 4 Jahre und dann geht er arbeiten. Das heißt, die Gesellschaft sagt, wie viel Geld muss ich in einen reinstecken, bis er überhaupt arbeiten kann, Steuern zahlen kann, Rente zahlen kann.
ist bei eigenen Kindern viel teurer, als wenn ich mir die fertigen Kinder den anderen Ländern abziehe. Und dabei sind wir nämlich dann bei dem, was Lesse nicht gesagt hat, dass wir wieder unsere Kosten externalisieren. Das heißt, in Syrien fehlen Menschen, die diese 17 oder 20 Jahre schon bezahlt wurden und dann aber zu uns kommen. Wir stecken dann nochmal 3-4 Jahre Kosten, ein bisschen Bildung, Dach über dem Kopf, Grundsicherung rein. Und wenn, immer unter der Voraussetzung, wenn dann ein Arbeitsplatz für den da wäre, dann zahlt er Rente, dann zahlt er Steuern, dann zahlt er Krankenversicherung. Die Rechnung ist super. Ja. Es geht um den Bildungsgrad. Und ich habe gesagt, der Syrische ist relativ vergleichbar noch mit dem Deutschen. Menschen, die aus dem Iran kommen, sind in der Regel ziemlich hochqualifizierte Menschen, die hier aber deswegen auch nur geringfügige Jobs kriegen, weil die Anerkennung ihrer Ausbildung nicht funktioniert. Das könnte man ja ändern, wenn man wollte. Da hast du recht. Natürlich Menschen aus Eritrea oder auch Afghanistan, das sind dann die Leute, die wirklich mit einem relativ niedrigen Bildungsniveau kommen. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich würde auch ein bisschen vorsichtig sein mit der Fragestellung immer da unten in diesem niedrig qualifizierten Bildungssektor. Es wird uns von der Industrie jetzt schon seit Jahrzehnten eingebläut, wir hätten Fachkräftemangel. Die Wahrheit ist eine ganz andere. Es werden in der IT-Branche indische IT-Leute angeworben, weil die für zig Hunderte von Euro weniger hier arbeiten und eigene IT-Leute in die Arbeitslosigkeit geschickt. Und dann steht das Unternehmen da und sagt, naja, bei uns sind ja jetzt schon 10% inne oder was weiß ich, das zeigt ja, wir hätten einen Fachkräftemangel. Dasselbe gilt natürlich auch in anderen Branchen, sei es die Gastronomie, ja, bei den Löhnen will halt keiner arbeiten. Deswegen finden es keiner bei den Arbeitszeiten. Aber statt die Löhne zu erhöhen und die Arbeitszeiten zu verringern, statt einer 50-60 Stunden Woche in der Gastronomie, sagt man, uns fehlen die Fachkräfte, wir müssen die Leute aus Ungarn holen. Das ist quasi, da würde ich jetzt aufpassen auf das mit der Qualifizierungsgeschichte. Es gibt inzwischen immer mehr arbeitslose Akademiker. Gutes Beispiel ist ja erst gestern der Referent, von dem wir auf dem Podium sitzen hatten. Der Herr Hirsch. Hirsch, ja. Ja, der sich auch nur so hochhandelt. Und also ich kenne es auch im wissenschaftlichen Bereich, weil mein Fachbereich in Verdi, also aber du bist, wir haben uns das mal so ein bisschen angeschaut. Ja. Ich würde das jetzt mal zurückstellen, einfach die Vor- und Nachteile. Ich glaube, was ein bisschen klar wurde, ist, dass Vorteile nur entstehen, wenn sie einen Arbeitsplatz kriegen. Sind wir uns einig? Genau. Jetzt gehen wir mal ganz weg von diesem Thema und erstmal zu dem Thema, was eigentlich die letzten 20, 30 Jahre bei uns passiert ist. Es gibt ein Diktat des Wachstums. Wir haben eine wachstumsgetriebene, ja, in Anführungsstrichen Demokratie. Ob das jetzt noch Demokratie ist, ist dann wieder eine andere Frage. So, aber wir stehen vor dem Problem, die Märkte sind eigentlich zumindest hier im Westen gesättigt. Wachstum im Westen ist ein bisschen schwierig, aber es gibt noch einen ganz großen Markt und der heißt Staat. Also die Rentenversicherung, die Krankengeschichten, deswegen haben wir jetzt das auch. Also es gibt da einen riesigen Markt, der noch nicht komplett der privaten Wirtschaft gegeben wurde. Und das Zweite ist natürlich, also dass das zweite Diktat, dieses Wachstumsdiktat hat, also einmal ist das Diktat, wir müssen den Markt erweitern, ja, und das zweite, was aus diesem Wachstum folgt, ist natürlich auch die Wirtschaftlichkeit. Das ist immer die Frage, welche Wirtschaftlichkeit, ja. Also die Wirtschaftlichkeit eines einzelnen Betriebs ist möglichst niedrige Löhne,
auf möglichst niedrige sonstige Arbeitnehmerstandards, die alle Geld kosten, möglichst niedrige Sozialabgaben, kosten auch Geld, möglichst niedrige Steuern. Das sind die Diktate. Ist auch klar, also betriebswirtschaftlich scheint es auch den kleinen und mittleren Unternehmen zu nutzen. Das hat ja Bontrop heute schon mal, glaube ich, versucht zu erklären. Volkswirtschaftlich nutzt es nur den Großkonzern, diese Betrachtungsweise. Weil 70% unserer Wirtschaft laufen über Binnenwirtschaft. Und dem Fliesenleger, der meine Badezimmerfliesen austauschen soll, der kommt nur, wenn ich einen Lohn habe, damit ich den Fliesenleger überhaupt holen kann. Ja? Das heißt, wenn die Löhne sinken, mag das für ihn zwar erstmal so ausschauen, als wäre das günstig für ihn, weil er nämlich seinen Angestellten, der dann zu mir kommt, weniger bezahlen muss, aber gleichzeitig verliert er ja Kundschaft. Weil die Kundschaft muss ja erstmal das Geld haben, um ihn anzustellen. Dasselbe gilt jetzt irgendwie beim Pizzaessen. Ein Erwerbsloser geht nicht Pizza essen. Hat nicht das Geld dafür. Der geht auch nicht zum Friseur, der lässt sich die Haare von seiner Freundin schneiden oder schneidet sie gleich selber ab. Ja? Dasselbe gilt natürlich mit Menschen im Niedriglohnsektor auch, dass die sehr viel weniger Geld ausgeben. Und wer tatsächlich darunter leidet, ist die Binnenwirtschaft, und das ist auch nachgewiesen. Deutschland ist auf dem vorletzten Platz Binnenwirtschaftswachstum von allen EU-Ländern. So, also und was passiert jetzt, wenn wir dieses Diktat des Wachstums anschauen? Und ich meine, Bontrop hat es ja, glaube ich, schon so ein bisschen klar gemacht, dass die Politik eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen hat. Das Ergebnis ist, was wir jetzt immer hören, die Forderung nach dem schlanken Staat. Der schlanke Staat, das klingt toll. Da wird uns erzählt, ja, da müssen die Leute weniger Steuern zahlen. Ja, und diese vielen Staatsangestellten müssen wir alle finanzieren, wir müssen diese Staatsquote reduzieren. Ja, also Privatisierung von ursprünglich staatlichen Aufgaben. Das fängt dann damit an, dass man plötzlich für den Zahnersatz in der Krankenversicherung, die zahlt es nicht mehr, also braucht man eine Zahnzusatzversicherung. Wer verdient da? Ein privates Versicherungsunternehmen. Inzwischen gibt es auch überhaupt in diesem ganzen Krankenhausbereich immer mehr private Krankenhäuser. Die holen sich natürlich nur die lukrativen Aufträge wie Hüft- und Knieoperationen. Und das, was wirklich teuer ist, das lassen sie dem Staat. Das nächste, was dann, also es ist einmal so bei diesen sozialen Sicherungssystemen die Frage, also auch die Rentenversicherung, nicht der Rente war ein super Geschäft für Versicherungen, wir hatten nichts davon, weil da wurde nämlich der Arbeitgeberanteil gestrichen. Und man muss sich das mal überlegen, also vorher, von diesen 4%, die da abgeknapst wurden aus dem Umlagesystem, haben 2% der Arbeitgeber bezahlt. Jetzt ist es so, dass wir diese 2% Riester-Rente, quasi eine persönliche Riester-Rente einzahlen, und den Rest legt der Staat drauf. Aber wer ist denn der Staat? Das sind auch wieder wir im größten Teil. Also das heißt, der Anteil der Unternehmen an dem Teil hat sich extrem verringert. Natürlich zahlen Unternehmen auch ein bisschen Steuern im Staat, aber prozentual natürlich viel weniger. So hatte er Maschmeyer mit dem Herrn Riester ausgekummelt. Genau, und das soll mit Garantie so weitergehen, weil wie gesagt, der Markt ist, zum Wachstum ist im Grunde gesättigt, aber es gibt noch einen ganz großen Markt und den hat der Staat immer. Und das Ganze wird uns ja auch immer erklärt mit dem Thema, ja, das Geld reicht hinten und vorne nicht. Auch diese ganze Rentendebatte, es wäre nicht genug Geld da. Und deswegen müsst ihr mehr privat absichern. Da steht auch ein Ziel dahinter. Dann Privatisierung staatlicher Daseinsvorsorge. Das haben wir jetzt im Moment die Autobahnen, wo man versucht, quasi hintenrum doch wieder Unternehmen reinzubringen in diese scheinbar staatliche GmbH, die aber nicht mehr staatlich ist.
Es ist dann nur noch, glaube ich, eine GmbH öffentlichen Rechts. Das ist schon nicht mehr rein staatlich. Und dadurch existiert die Möglichkeit, dass private Unternehmen diese Autobahn da Aufträge bekommen. Dadurch zahlt der Steuerzahler am Schluss natürlich viel mehr, weil anders kann es gar nicht sein. Ja, weil so ein Angestellter beim Staat, der will keinen Gewinn, aber so ein Unternehmen will Gewinn. Also es muss teurer werden. Auch das Thema mit Wasserprivatisierung, Strom und so. Aber was für uns auch ganz wichtig ist, war auch der Abbau vom sozialen Wohnungsbau. Das ist natürlich auch hier so eine Frage. Diese Wohnungsnot, dann Hartz IV war ein riesiger Einschnitt, der den Leuten quasi unglaublich viel Angst gemacht hat, in dieses System zu kommen. Auch Hartz IV wieder groß oben hingestellt, ja, wir können die vielen Arbeitslosen nicht mehr finanzieren, wir müssen das alte System ändern, damit es noch finanzierbar ist. Es kommt immer das Diktat der Finanzierbarkeit und dann nickt die ganze Bevölkerung ab und sagt, ja, wenn kein Geld da ist oder wenn wir uns dadurch Steuern sparen. Ich meine, die Wahrheit ist ja, wir haben uns nie Steuern gespart. Das ist, haben sich die Reichen, haben sich die Vermögensteuern zwischen gespart und solche Dinge. Schon. Auf der einen Seite sagt man, man hat Geld, der Staat hat kein Geld. Auf der anderen Seite verzichtet man aber auf Vermögensteuer, genau, auf Erbschaftssteuer, wenn genau Geld reinkommen könnte. Man verzichtet darauf, dass die großen Konzerne Steuern zahlen. Wenn man zulässt, dass sie ihre Gewinne ins Ausland verschieben, also da genau passt was eigentlich, die Steuern zu erheben, die überall fehlen. Ja, ja, also es wäre ja genug Geld da, wenn man es dafür. Ja, und man hat halt auch, sag mal so, die Armen noch mehr in eine Ecke getrieben. Die sind jetzt nicht nur arm, die sind auch noch faul. Weil schließlich haben sie keine Ich-AG aufgemacht und sind jetzt nicht von jetzt auf gleich vom Tellerwischer zum Millionär aufgestiegen. Also durch Hartz IV sind einfach die Armen oder in prekären Situationen lebende Leute in Deutschland noch einen ganz anderen Status bekommen. Viel schlechter als vorher. Und damit hat man sie quasi noch mal ein Stück mehr in die Machtlosigkeit verdammt. Ja. Und das hat man auch bei den Arbeitnehmern gemacht. Mit dem Rest von der Agenda 10, Werkverträge, Leiharbeitnehmer, ja, Minijobs, sachgrundlose Befristungen ist im Wissenschaftsbereich, also das auch zum Thema Akademiker, ja, der helle Wahnsinn. Inzwischen sind 50% im wissenschaftlichen Bereich der Neueinstellungen sachgrundlose Befristungen. So kannst du keine Familie bringen. Nein, das ist ja ein was der Professor Bontrup da heute Vormittag gesagt hat, dass die Hartz-IV-Empfänger so deprimiert sind oder zu deprimiert sind, um auf die Straße zu gehen. Ich kann es nur bestätigen, weil mein Mann, der ist ganz lange Jahre jeden Montag auf diese Demos gegangen. Da war aber keiner, der Hartz-IV-Empfänger war. Die sind komplett weggeblieben. Es sind alles nur die aktiven Leute in dieser Demo gewesen. So wie er es heute gesagt hat, ist es tatsächlich gewesen, hier in München. Also man kann es nicht ganz generalisieren, wir werden auch Gallen vom Erwerbslosenforum, der sich da sehr engagiert. Die haben jetzt auch am 10. Dezember wieder eine Aktion auf der Straße mit Erwerbslosen gemacht. Es gibt sie schon, aber man sieht tatsächlich, wenn du ins Erwerbslosenforum kommst, was das ist eine komplett andere Atmosphäre. Hier, wenn man euch so anschaut, wie ihr hier so sitzt, ne, da sitzen Leute. Und wenn du die Menschen siehst, dann siehst du schon das Gebrochene in der gesamten Atmosphäre. Also es ist wirklich ein trauriges Bild, wenn du diese Menschen in so einer ganzen Gruppe zusammensetzen siehst, selbst die wenigen, die noch so weit sind, dass sie sagen, wir tun uns zusammen und machen Aktionen. Aber selbst denen siehst du an, dass sie... Genau, also ich glaube, das war eben ein Punkt und eben dann noch dieser ganz wesentliche Punkt der Senkung der Arbeitnehmerstandards, der Löhne. Wir hatten jetzt auch über die letzten 20 Jahre einen realen Verlust im Grunde. Und genau. So. Und jetzt in dieser Situation, wo es uns ja eigentlich schon viel schlechter geht als in den 80er Jahren. Also es gibt Tafeln,
Menschen sind in irgendwelchen befristeten Jobs oder Leiharbeiterjobs oder haben nur einen Minijob gekriegt, weil sie eigentlich verzweifelt nach viel mehr Stunden suchen oder haben gar keinen Job. Und dann kommen plötzlich 1 Million Leute. Waren nicht eine ganze Million, es waren auch weniger und von denen haben auch nicht alle Asyl bekommen. Also, aber gut, aber das, diese Zahl und dieses Plötzliche, ich glaube, es ist dann doch sehr nachvollziehbar, dass man dann, wenn man schon die letzten 20 Jahre so viele Ängste entwickelt hat, dass dann eigentlich die logische, ganz logisch ist, dass so eine Abwehrhaltung kommt. Ja? Wenn wir jetzt mit denen auch noch teilen sollen, dann ist es ja noch schlimmer. Und im Zuge der Digitalisierung soll man noch mehr Jobs verlieren. Und jetzt kommen die auch noch. Ja, also die Digitalisierung kann man nicht aufhalten, wir müssen ja wettbewerbsfähig bleiben, aber die Flüchtlinge, da könnte man zumachen. Also genau, und dann kann man natürlich schon verstehen, dass Leute ohne jetzt da gleich, ich meine, die meisten Leute haben auch Arbeit und Familie und haben auch keine Lust, sich irgendwie so intellektuell in die Tiefe zu begeben, wie viele Attackeslust dazu haben. Ne? Aber ich glaube, das wäre ganz wichtig. Genau. Und jetzt wäre mal die Überlegung von eurer Seite angenommen, wir würden jetzt die 30-Stunden-Woche einführen. Ich möchte noch zur 30-Stunden-Woche, bevor ich das anfange, ein paar Worte sagen. Also Ende der 80er haben ja die Gewerkschaften aufgehört mit Arbeitszeitverkürzung, weil das schon mit der 35-Stunden-Woche so ein zähes Geschäft war, bis man sie endlich hatte. Und man hat sie ja inzwischen auch wieder größtenteils verloren. Aber man muss natürlich schon sehen, auch wenn es 100% richtig ist, dass Attac Finanztransaktionssteuer fordert, Vermögensteuer, einmalige Vermögensabgabe. Man muss sich einfach mal bewusst machen, was ist der Hauptfaktor der Umverteilung? Und das sind Löhne und Gehälter. Und wenn heute uns Menschen erzählen, der Konflikt Kapital und Arbeit sei nicht mehr heute aktuell und der sei nicht mehr wichtig, man müsste über ganz andere Dinge reden, dann ist das eine Vernebelungstaktik. Weil das, was von den Gewinnen umverteilt wird, also die Löhne und Gehälter machen ein, ich weiß nicht wie vielfaches an Umverteilung aus, wie es irgendwie die Steuern ausmachen könnten. Ja, also wenn ich alle Löhne und Gehälter in Deutschland zusammenzähle, ich weiß nicht, ob das wie vielfache ich käme von den Steuereinnahmen, die der deutsche Staat jedes Jahr zur Verfügung hat. Das heißt, wenn ich wirklich umverteilen will, und wenn ich es auch nicht nur einmalig machen will, sondern systematisch, dann muss ich an dem Punkt immer noch ansetzen. Diese alte Forderung, die mag jetzt 150 oder 200 Jahre alt sein, und es ist ein alter Schinken, und es ist überhaupt nicht neu und nicht cool und nix. Aber es ist einfach nicht. Ja, aber da werden die Firmen sagen, dann sind wir international konkurrenzfähig, dass wenn wir die 30-Stunden-Woche einführen bei gleichem Lohn, dann brechen die... Ja, jetzt auch schon. Ja, ja. Also für Export schlicht, ne? Ich kürze es einfach ab, weil ich habe nicht so viel Platz da. Okay. Einen Ansatz wollte ich noch sagen, weil wir noch mal drüber reden und wir reden ja eigentlich über die finanziellen Auswirkungen jetzt erstmal aufs System. Heinz-Josef Bontrup und Musmar Sarat haben ausgerechnet, für die 30-Stunden-Woche bräuchte man ungefähr 160 Milliarden, damit das irgendwie so auch so ein bisschen klar ist, über welche Summe wir pro Jahr reden, welchen Umverteilungseffekt das hätte, wenn diese 30-Stunden-Woche war, also schauen wir es mal in die Mitte vielleicht,
bei vollem Personalausgleich wäre und vollem Lohnausgleich. Vollem Lohn und Personalausgleich. Das heißt, um es zu erklären, vorher ist es glaube ich 40 man Stunden. Muss nicht das, was man vorher in 40 Stunden gearbeitet hat, jetzt in 30 arbeiten. Sondern für die 10 wird jemand eingestellt. Genau. Ja. Das heißt, 25% werden mehr eingestellt, weil wir eine durchschnittlich ungefähr 40-Stunden-Woche haben. Es gibt Leute, die arbeiten immer noch eine 46-Stunden-Woche. Es gibt Leute, also auch tarifvertraglich. Wirklich so. Es gibt natürlich auch solche Leute wie in der Telekom, die nur noch 34 Stunden zumindest auf dem Blatt Papier haben. Also es ist ein ziemliches Spektrum an Tarifverträgen da im Moment. Das heißt, wenn wir wie ähnlich wie bei einer Mindestlohnforderung, wo die Gewerkschaften ja auch gesagt haben, wir wollen 57 und dann schauen wir erstmal, dass wir unsere Tarifverträge alle wenigstens auf diese 57 hochbringen. Und dann, wo sie das geschafft hatten, haben sie dann 58 gefordert und haben dann wieder versucht, da hinzukommen. Das heißt, wenn wir jetzt auch sagen würden, okay, unser Ziel ist die 30-Stunden-Woche, das ist vielleicht bei der Telekom relativ schnell erreicht, wenn sie schon bei 34 ist, beim Rettungsdienst nicht, weil die noch weit, ich glaube, die sind jetzt bei, sie sind erst 2019, glaube ich, dann bei der 46-Stunden-Woche, also da gibt es gerade tatsächlich den Versuch, Arbeitszeit zu verkürzen, weil die sind noch höher. Okay. Genau, und dann werden aber neue Leute eingestellt und du verdienst dasselbe wie vorher. Das heißt, du mit deiner 30-Stunden-Woche bekommst plötzlich das Gehalt von denen, die die 40-Stunden-Woche haben. Klingt gut, klingt vor allen Dingen für Alleinerziehende super und für Eltern, die kürzer treten müssen, klingt vielleicht auch gut für Künstler, die sagen, ich brauche eigentlich noch einen festen Job, aber ich würde mir nebenbei gerne mal irgendwie doch versuchen, ob ich mich künstlerisch oder sonst wie selbstständig, also für irgendwelche Ideen, wo man selbstständig werden könnte, klingt das eigentlich auch alles gut, dass man dann in der selbstbestimmten Zeit auch ein bisschen mehr Geld übrig hat. Also für die, so, das wären jetzt, so, und jetzt waren wir da, es wäre für den Export schlecht. Gibt es zu diesem, es wäre für den Export schlecht, auch irgendwie ein Gegending? Also gibt es auch was Positives? Für den Export. Ja, erstens soll Deutschland nicht so viel exportieren. Ja, genau. Fürs. Aber es sollen auch keine Arbeitsplätze verloren gehen, dass die Firmen abwandern. Also fürs Außenhandelsdefizit der anderen gut. Und das eben zu dem Vortrag von Lessenich zum Thema, wie heißt nochmal das? Externalisierung. Externalisierung, danke. Externalisierung unserer Kosten, wenn wir unsere großartigen Maschinen, die wir produzieren, in der 30-Stunden-Woche produzieren und exportieren, dann werden sie ein bisschen teurer. Aber dann auch unsere Autos, dann überlegt man sich vielleicht, ob man dann lieber ein französisches Auto kauft, statt ein deutsches. Das heißt, wir würden damit auch andere fördern, ihre Produkte vielleicht auch besser absetzen. Es wäre echt gut, wenn man im Export runterkommen würde, genau. Dass man ausgeglichenes ausgeglichen Außenhandel haben, weil damit Europa nicht auseinanderbricht. Ja. Wäre es wahnsinnig wichtig, dass wir mit uns von so Export runterkommen. Genau. Wie würdest du sagen, sicheres Europa oder Frieden in Europa oder erstmal ausgeglichen, weil ausgeglichene Handelsbilanz. Dass Europa nicht auseinanderbricht. Zusammenhalt von Europa. Können Sie bitte durch die andere? Okay, dann würde ich da jetzt aber bei den anderen noch hinschreiben, zweite und dritte Welt, weil ich will nicht nur Europa. Es ist mir durchaus sehr wichtig, dass auch so was, wenn da wie Indien einen Vorteil oder so haben, das vielleicht doch noch dringender bräuchten. Aber es gibt noch mal eine Kehrseite, wenn es für den Export schlecht ist. Höhere Löhne sind auch für die Binnenwirtschaft super.
Also bezogen nur auf die Dinge, die wir importieren. Die Sache ist die, bei so einer 30-Stunden-Woche haben wir erstens mal die Arbeitslosen reingeholt in Lohn und Brot. Das sind Menschen, die dann plötzlich bezahlen gehen können, was sie bisher nicht konnten. Und eigentlich bin ich gegen Wachstum, aber ich bin nicht gegen Wachstum von Leuten, die es wirklich bräuchten. So, dann gibt es ja noch einen Niedriglohnsektor. In den 60er Jahren hat niemand über Leiharbeitnehmerverträge geredet, wie der Bontrop klar und deutlich formuliert hat. Warum nicht? Weil es Vollbeschäftigung gab. Die Löhne haben die Sache geregelt. Das heißt, wenn wir die Arbeitslosen auf dem Markt abgeräumt haben und dort keine mehr sind oder nur noch eine 500.000, es gibt immer Arbeitslose, aber sehr viel weniger, dann hat die Gewerkschaft wieder eine Verhandlungsmacht. Das heißt, infolgedessen werden diese Löhne steigen. Und das befördert natürlich die Binnenwirtschaft. Also es befördern die jetzt Arbeit bekommen, die Binnenwirtschaft. Und also bei diesen 160 Milliarden, die fließen ja quasi neue Arbeitseinkommen. Die fließen auch in die Binnenwirtschaft. Dadurch, dass aber die Gewerkschaften stärker werden, stärkere Gewerkschaften, ich kürze das ab, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, folgt bessere Löhne. Das heißt, die Umverteilungssumme da oben, die wird dadurch noch höher. Die bleibt nicht bei 160 Milliarden, die steigt über 200 oder 250 Milliarden, das kommt dann auf die Lohnabschlüsse an, die kann ich jetzt nicht prophezeien, aber das kommt dann eben noch dazu. Der Professor Bontrup hat einen Mittag da ausgeführt, man könnte auch die 30-Stunden-Woche erreichen, einfach durch die Produktivitätserhöhung, weil eigentlich die Produktivität eigentlich jedes Jahr ein bisschen steigt. Ja, das tut er. Jetzt könnte man eigentlich weniger arbeiten. Ja, aber wir machen das jetzt, weil es die letzten 30 Jahre nicht gemacht hat, auf einen Schlag. Wir holen es nach. Also die letzten, es war so 1975, in den 80er Jahren, war die Bruttogewinnquote, also es war so verteilt von dem Kuchen, du hast einen Gewinn, ja, einen Gesamtgewinn, wenn du ein Unternehmen hast, davon sind 75% an die Arbeitnehmer in Form von Löhnen und Gehältern gegangen und 25% sind an die Arbeitnehmer gegangen, an die Unternehmer gegangen. Heute hat sich, weil es keine Arbeitszeitverkürzung gab und weil die Löhne auch nicht mit dieser Produktivitätsrate tatsächlich verteilungsneutral umverteilt wurden, so hin entwickelt, dass inzwischen um die 34% an die Unternehmen geht und nur noch um die 66% an die Arbeitnehmer. Das heißt, die 30-Stunden-Woche würde dazu führen, dass wir von diesen 66% Arbeitnehmeranteil wieder hochgehen auf die 75%, die wir in den 80er Jahren hatten, weil wir die nicht umverteilten Gewinne der letzten Jahrzehnte endlich einfordern. Und deswegen passiert nämlich noch was. Dieses Geld wird rausgezogen an Menschen, die das Geld unten ausgeben. Diese ganze Summe landet nicht in der Spekulation. Die ist draußen. Geht nicht mehr. Also wird vielleicht nicht die ganze Summe, aber es gibt auch von der Hans-Böttler-Stiftung eine Studie darüber, weil es ja immer heißt, ja, wenn die Löhne nicht ausreichend Gewinne machen, dann können sie keine Investitionen in ihre Betriebe machen. Und man hat dann festgestellt, Gewinne sind nach oben gestiegen, die Investitionen nach unten und wir hatten noch nie so wenig Realinvestitionen wie heute, weil die Rendite bei Spekulationsprojekten viel höher ist. Das heißt, es funktioniert einfach nicht zu sagen, lassen wir doch den Unternehmern die Profite, dann schaffen sie neue Arbeitsplätze. Also, ich weiß ja schon, das wäre ja ein Witz, sowas zu haben. Genau. Jetzt passiert aber noch was ganz Spannendes, weil der Lohnarbeiter
da gehen 30% automatisch weg in die Sozialversicherungen. Von diesen 160 Milliarden gehen also bis zu 50 Milliarden Euro in die Sozialversicherungen. Das heißt, wir können uns überlegen, ob wir die Rente wieder mit 55% statt dieser blöden Haltelinie von 46%, wovon keiner leben kann. Wir können uns überlegen, ob wir wieder eine Rente mit 65 haben wollen statt mit 70, weil Geld da ist. Weil 4 Millionen Arbeitslose zahlen nicht in die Rentenversicherung ein. Auch die Unterbeschäftigten zahlen nur wenig ein. Das heißt, wenn die endlich aufstocken können auf die Stundenzahl, die sie eigentlich haben wollen, statt 10 oder 15, vielleicht dann lieber 20 oder 25, da gehen immer 30% vom Lohn gehen im Schnitt in diese sozialen Versicherungssysteme. Das heißt, Rente geht hoch, Arbeitslosenversicherung, gehen die Beiträge auch hoch. Das Ergebnis ist, dass wir endlich dieses Hartz IV wieder abschaffen können, weil so viel Geld im Arbeitslosenministerium ankommt, aber gleichzeitig keine Arbeitslosen zu bezahlen sind. Oder wie gesagt, also keine, ich meine damit vielleicht ungefähr eine halbe Million. Es gibt immer strukturelle Arbeitslosigkeit. Dass zum Beispiel hier in München gerade keine Geologen gesucht werden und ich müsste nach Bremen ziehen und habe aber hier Familie. Sowas gibt es immer. Also insofern, die Arbeitslosenversicherung geht hoch und es würde uns ermöglichen, über eine Grundsicherung nachzudenken, die schikanefrei ist und von mir aus auch gerne überhaupt nicht danach trägt und also keinen Arbeitszwang hat. Ohne Arbeitszwang. Das heißt, wenn ich die Arbeit ablehne, kriege ich meine Grundsicherung trotzdem. Ja. Und schikanefrei und natürlich mehr Geld und so weiter. Also die ganzen Forderungen, die damit verbunden sind. Bei der Kranken- und Pflegeversicherung wird es nicht ganz so funktionieren, weil natürlich kommt mehr Geld rein. Und wir haben weniger Ausgaben für Depressionen, wir haben weniger Ausgaben für Burnout, für Berufskrankheiten. Die fangen vielleicht erst später an oder gar nicht mehr, wenn man weniger arbeitet. Aber natürlich haben wir da unglaublich viel Personal. Und wenn dieses ganze Personal nur noch 30 Stunden arbeitet, dann sind es auch wieder Mehrkosten. Also schätzungsweise gleichen sich da eher die Mehreinnahmen und die Mehrausgaben aus. Das heißt, da braucht man nach wie vor eine Bürgerversicherung. Das wird Arbeitszeitverkürzung nicht lösen, sondern diese Forderung der Bürgerversicherung bleibt super wichtig und richtig. Aber es passiert natürlich noch was, weil der Lohnempfänger, der muss ja die Steuer zahlen. Die wird am Lohnzettel einfach abgezogen. Das ist beim Unternehmer nicht so, der kann ja irgendwie in Luxemburg oder auf den Kämmerinseln oder wo auch immer, ja, dann kann man diesem Geld hinterherlaufen, aber von diesem Geld, das aus den Löhnen kommt, das heißt mehr Steuern und die Folge ist natürlich auch, dass man überlegen kann, zum Beispiel mehr sozialer Wohnungsbau, kann sich auch überlegen, kostenlose Bahn oder was auch immer man damit diese Steuern anfangen will. Das kann sich die Gesellschaft ja dann überlegen, für was das alles wichtig ist. Aber was ich damit eigentlich aufzeigen möchte, ist einfach, dass ich habe jetzt da glaube ich, ja, damit habe ich erstmal das, dass wir waren ja bei dieser Frage, Integration von Menschen, die jetzt hier neu dazukommen. Und ich denke, bei einer 30-Stunden-Woche müssen wir dann keine Angst mehr haben, dass wir keinen Arbeitsplatz bekommen, weil jetzt noch irgendwelche bösen Ausländer kommen, die den auch haben wollen. Sondern bei der 30-Stunden-Woche wäre es sogar so, dass wenn wir zeitgleich
noch anfangen würden, bestimmte Personalbemessungsgrenzen endlich festzusetzen. Zum Beispiel im Pflegebereich, wo das ja dringend notwendig ist, dass es da mal endlich eine Mindestpersonalbesetzungsgrenze gibt. Das heißt, da fehlen ja allein mehr wie 160.000 Menschen schon im momentanen System. Wenn wir das jetzt eben noch kombinieren würden mit dieser Frage der Personalbemessung, dass eben keine Arbeitsverdichtung, die momentan existiert, dass die auch noch abgeschafft wird. Dann können wir uns zum Beispiel und auch solche Dinge überlegen, wie haben wir Lust, die Rüstungsindustrie endlich mal einzustellen. Weil die Arbeitsplätze brauchen wir nicht mehr. Ja, die Leute können auch woanders arbeiten, weil die Arbeitsplätze da sind. Und das ist auch interessant, weil es immer oft heißt, ja, stehen die Gewerkschaften beim Thema Wachstum wirklich auf unserer Seite. Das ist eine Frage der Situation. In den 80er Jahren hatten die Gewerkschaften Pläne über die Konversion der Automobilindustrie schon in der Schublade. Aber es waren andere Zeiten. Aber jetzt in Zeiten, wo man Angst hat, dass man diese, also wo man quasi um jeden Arbeitsplatz kämpfen muss, dass er erhalten bleibt. Und eine Gewerkschaft ist ja ein Selbsthilfeverein. Das heißt, eine Gewerkschaft hat die Verpflichtung oder den Auftrag von ihren Mitgliedern, dass sie sich darum kümmern, dass morgen noch ein Arbeitsplatz für sie da ist. Den müssen sie erfüllen. Und bei der derzeitigen Situation, und das hat man jetzt beim Kohleausstieg gemerkt, wo dann die Gewerkschaften gegen Kohleausstieg demonstriert haben und die anderen, die Umweltgruppen für Kohleausstieg. Ja, aber das Problem ist, wenn dann die Umweltgruppen kommen und sagen, ja, dann schulen wir die halt einfach auf Staatskosten um. Das geht nicht, in der Lausitz ist nichts. Wohin willst du das denn umschulen? Da ist die Arbeitslosenrate schon so hoch, dass wenn man die auch umschult, die finden keinen Job. Ja, zumindest auch keinen Job, wo sie noch so viel Geld verdienen wie im Kohlebau. Weil das ist ein guter Job, das ist ein super gut bezahlter Job. Die wollen nicht Altenpfleger werden, wo sie dann wahrscheinlich die Hälfte verdienen. Oder ich weiß nicht, wie viel genau. Insofern ist das auch die Frage, wenn wir über die groß nachdenken wollen, dann brauchen wir Luft. Bei der Frage, haben alle einen Arbeitsplatz? Weil wenn alle einen Arbeitsplatz haben, dann kann man sich hin zurücklehnen und sagen, hey, gut, wenn wir morgen sicher auch noch unsere Existenz haben, dann können wir auch mal überlegen, ob wir die Rüstungsindustrie einstellen, ob wir vielleicht mal ganz langsam aus dem Bau von Autos aussteigen oder anderen Ideen. Ja, oder auch vielleicht andere Arbeit. Also es wäre ja auch schön, wenn es entspannter wäre, für die Familie da zu sein und nicht gleich wieder Angst zu haben, ja, wenn ich ein Jahr zu Hause war und ich komme zurück, dann ist mein Arbeitsplatz nicht mehr wie er war. Ich kriege den nicht mehr wieder, dann bin ich abgehängt. Also es ist ein unheimlicher Stress überall drin. Sich gar nicht gut für seine eigenen Interessen da auch mal zu entscheiden, sondern die Arbeit muss überall stehen. Genau. Was ich hier so ein bisschen zusammengefasst wahrnehme, mir fehlt ein Teil noch ab auf diesem Bild, und zwar der Pfeil bei den Unternehmensgewinnen, den Pfeil nach unten. Also wir gehen und sagen, wir reduzieren die Unternehmensgewinne und investieren die in die 30-Stunden-Woche. Die 30-Stunden-Woche ist ein Katalysator für ganz viele positive Effekte, die sich daraus ableiten lassen. Das ist so ganz kompaktes, was ich jetzt hier wahrnehme und auch zustimme. Ja, also das ist, und deswegen müssen wir auch heute gekommen oder gestern, eben die 30-Stunden-Woche doch als zentralen Kampfbegriff auch zu platzieren, weil er eine unbändige Wirksamkeit hat. Ja. Genau, das, weil ich glaube auch die Machtverhältnisse, und das ist nämlich das Zentralste. Du kannst bei diesen ganzen Forderungen wie Steuern und so weiter, da bist du immer abhängig von der Politik. Und die Politik hört nur noch auf Großkonzerne. Aber wenn wir schaffen, ein neues Bewusstsein in der Gesellschaft
aufzubauen und eine Begeisterung für die 30-Stunden-Woche, dann kommen wir da auch ganz ohne Gesetzesvorlagen hin, weil wir Gewerkschaften haben. Und, aber die Gewerkschaften legen erst los, wenn die Mitglieder sagen, ja, das ist eine geniale Idee. Aber es ist eine Möglichkeit, da es zu tun und umzusetzen und nicht auf die Politik zu warten. Und es wäre ein erster Schritt Richtung Postwachstumsökonomie, genau. Es wäre ein erster Schritt Richtung Gemeinwohlökonomie. Mhm. Also, weil das sind ja beides auch ganz, die Arbeitszeit sind ja in beiden Konzepten, glaube ich, zumindest in der Postwachstumsökonomie, ein ganz zentraler Aspekt, um auch das Thema unendlich steigender Wachstum anzugehen. Aber es ist natürlich eine starke Umverteilung, die praktisch das alles finanzieren muss und wahrscheinlich auch könnte, wenn man die Vermögenssituation, durch die Entwicklung der Vermögenssituation und die Entwicklung der Einkommenssituation in den letzten 30 Jahren oder 25 Jahren betrachtet. Ja, fällt mir gut. Ich hätte in der Woche 30 Stunden mehr Zeit für einen Tag. 30 Stunden? 10 Stunden mehr Zeit. Von 30 auf 40. Jede Woche 10 Stunden mehr Zeit zu demonstrieren. Das ist nämlich auch das Wesentliche. Ja, also, das ist ja ewig vertreibt, dass die Politiker alle dafür bezahlt werden, wir aber nicht. Genau, also mehr Zeit für demokratische Teilhabe. Für andere Arbeit, da kommt das ganze Subsidiaritätsprinzip und Mikrofähig da mit rein und also nicht nee, Subsistenzprinzip und so. Genau, das. Ja, wir können. Aber solidarische Ökonomie haben wir auch mehr Zeit. Mit Zeit für Kinder. Für Kinder, genau. Vor allem nicht nur die Mama, sondern auch der Papa hat Zeit. Genau, weil das. Schon wieder. Ich hab's Ja, und einfach vielleicht, wir sagen immer mehr Zeit zum Leben, Lachen, Lieben. Ja. Ganz ohne Zweck und Ziel. Das wäre eine große Änderung von der Gesellschaft. Das ist jetzt so angepasst und so ängstlich. Und es könnte die Emanzipation, einfach die Selbstbestimmung, diese Zeit, die man nicht mehr da in der bezahlten Arbeit ist, ist selbstbestimmte Zeit. Das haben die Leute in Volkswagen auch so artikuliert, dass die selbstbestimmte Zeit so begeistert hat, wenn, als es im Vorhinein waren sie nicht sicher, ob sie die kürzere Arbeitszeit haben wollten. Und als es da war, waren sie begeistert, also über diese Zeitumstand. Die IG Metall weiß ganz genau, dass in der Kfz-Industrie die nächsten 15 Jahre um die 280.000 Jobs wegfallen werden. Weil E-Autos produzieren viel weniger Arbeitskraft braucht wie Benzin. Also 30 Stunden. Das heißt natürlich umgekehrt, die IG Metall wird wahnsinnig viele Mitglieder verlieren, wenn sie keine Arbeitszeitverkürzung machen. Also da bleibt gar nichts anderes übrig. Und was die IG Metall gemacht hat, war eine sehr groß angelegte Umfrage zum Thema Arbeitszeit. Damit kam raus, dass die meisten auf jeden Fall zurück wollen zu der 35-Stunden-Woche. Die haben nämlich 70% gar nicht mehr. Also in der IG Metall ist es so, dass 70% im Grunde schon eher die 40-Stunden-Woche haben. Das sind ja. Weil, so, es kam eben raus, dass die überwiegende Mehrheit wieder zurück will zu dieser 35-Stunden-Woche und wenn überhaupt, dann auf jeden Fall weniger. Und es war dann eher so zwischen, ich weiß gar nicht mehr, was war das, so 30, 33 rum, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die IG Metall jetzt angefangen, dieses Jahr die ganzen Betriebe abzufragen. Es ist ja ein einziges Puzzle von Tarifverträgen. Was
in den Betrieben gebraucht wird, also die ganzen Ausnahmeregelungen in den Tarifverträgen zu erfassen, die dazu führen, dass die 35 Stunden nicht mehr existieren. Mit dem Ziel, diese 35 Stunden wieder zu bekommen. Und das, also wenn die IG Metall anfängt aufzuräumen, ja, dann heißt das was. Also du musst ja erst aufräumen. Du musst erstmal zu dem hinkommen, wo du eigentlich schon mal warst, bevor du dann hingehen kannst und sagen, so jetzt wollen wir 30 Stunden. Weil kein IG Metaller versteht, wenn du ihm sagst, wir wollen jetzt die 30-Stunden-Woche, dann sagt er, ja toll, wir haben ja noch nicht mal die 35, die auf dem Papier stehen. Also es ist erstmal wichtig aufzuräumen, Überstunden, die Schichten auch abzubauen, diese Vereinbarungen zum Thema Überstunden und sonstigen Geschichten. Und aber jetzt nochmal zur Frage der Durchsetzungsfähigkeit. Also Verdi hatte jetzt auch, in Verdi gibt es unglaublich viele große Gruppen, die Anträge gestellt haben zum Thema Arbeitszeitverkürzung. Die wurden, wie Bontrup schon sagt, an der Spitze wieder so ein bisschen verdreht. Was gibt es da für Gruppen? Ja, also es gab 5 Landesbezirke, einschließlich Bayern, die einen Antrag gestellt haben zur Verkürzung der Arbeitszeit beim Bundeskongress. Dann waren es die Verdi-Migranten, die Verdi-Arbeiterinnen, die Verdi-Frauen, die Verdi-Jugend, weiß ich nicht sicher. Also große Sektionen. Da gibt es natürlich noch Ortsgruppen, die sowas auch mal gestellt haben. Aber also es waren unglaublich viele, die beim letzten Bundeskongress Anträge zum Thema Arbeitszeitverkürzung gestellt haben. Also auch relevant, weil der ganze Landesbezirk Bayern, das heißt, da waren auch die Männer mal dabei. Ja, das ist wesentlich, weil leider Gottes ist die Frage der Arbeitszeitverkürzung wird immer noch so als Frauenforderung abgetan. Und es ist gerade schwierig, Männern klarzumachen, warum die 30-Stunden-Woche. Die Frauen, die checken das alles irgendwie viel schneller, ist klar. Wir haben was davon, weil die können dann vielleicht auch Karriere machen. Trotz Kind. Gut, aber zurück. Also Verdi hat jetzt quasi eine Bildungszeit von 2 Stunden beschlossen für alle Tarifverträge. 2 Stunden pro? Nein, also genau genommen ist es so, es ist eine Verfügungszeit über 2 Wochen, die du zusätzlich bekommen darfst, die aber nicht wie im Urlaub zwingend als ganzer Tag ausgegeben werden muss. Also es sind quasi keine 2 Wochen zusätzlich Urlaub, sondern du kannst sie auch stundenweise nehmen. Du kannst zum Beispiel hergehen und sagen, ich nehme von meinen 2 Wochen Verfügungszeit, das sind insgesamt dann sind so viele Stunden, nehme ich jetzt mal eine, weil ich heute früh Elternsprechstunde habe oder weil ich zum Zahnarzt muss oder was auch immer und kommst halt später und musst es nicht wieder reinarbeiten, weil das quasi, ja. Das wäre eine Verkürzung, glaube ich, um 2 Stunden, diese 2 Wochen. Mhm. Okay, jede Woche eine. 2 Stunden in der Woche dann. Ja. Aber ich bin mir nicht mehr ganz. So viel? Oder, ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das gerechnet wurde. Also ich ist auch ja, auf jeden Fall fangen Sie zumindest mal an. Auch wenn die Gewerkschaften solche Anträge haben und solche Tendenzen vielleicht jetzt aussprechen. Wie ist dann unsere Möglichkeit, denen beizustehen? Also. Genau, also ich denke, das Wichtigste von ATTAC ist, dass es eigentlich ATTAC darauf abzielt, ein anderes gesellschaftliches Bewusstsein zu haben. Und in der Breite, also bei den Bürgern auf der Straße dafür zu werben, weil diese Bürger auf der Straße sind teilweise auch Gewerkschaftsmitglieder, die dann dieses Thema auch wieder in ihrer Gewerkschaft unterstützen können. Und die Gewerkschaften stehen halt auch in einem total neoliberalen System, völlig isoliert da, wenn sie jetzt alleine so aufkreuzen mit der Idee. Und also ATTAC ist nicht die einzige Gruppierung. Die katholische Arbeitnehmerbewegung hat die 30-Stunden-Woche auch schon lang beschlossen, hat
die tollste Broschüre von allem zum Thema Tätigkeitsgesellschaft, also auch die katholischen Arbeitnehmer, ja, also Frauen in dieser katholischen Arbeitnehmerbewegung, das Bundesforum Männer ist total begeistert, das Bundesforum Männer ist so ein humanistischer Verband. Also es gibt lauter Männerorganisationen, die sich quasi auf Bundesebene zusammengeschlossen haben zu einem Forum. So wie der Deutsche Frauenrat auch quasi das Gremium ist, wo sich zig Frauenorganisationen zusammengetan haben und gesagt haben, wir brauchen ein gemeinsames Forum oben drüber, wo wir uns auch mal begegnen, wo sich die einzelnen Frauenorganisationen treffen. Sowas gibt es jetzt seit ein paar Jahren, glaube ich, erst, auch für die Männer. Das heißt Bundesforum Männer. Bundesforum Männer. Und die sind